Also die Studien zum autoritären Charakter, das war ja eine Arbeit, die die aus Deutschland emigrierten Frankfurter Sozialforscher in den USA durchgeführt haben. Und zwar war das eine Auftragsarbeit des American Jewish Committee und es sollte erforscht werden, wie groß die Disposition der amerikanischen Bürger ist, sich für faschistische Ideologie zu begeistern. Also es sollte das faschistische Potenzial der Amerikaner erforscht werden. Was Adorno gemacht hat in diesem Kapitel, es ist ja dann ein Kapitel, der Gesamtpublikation ist, aufgrund des vorliegenden Materials, also es wurde ja sowohl sehr breit quantitativ erhoben mit einem Fragebogen und dann wurden qualitative Interviews geführt, verschiedene Typen herauszuarbeiten, also verschiedene Typen des autoritären Charakters oder die eine besondere Anfälligkeit für Autoritarismus zeigen. Und da hat Adorno dieses Material genommen, das ihm vorlag und das sowohl vor dem Hintergrund der kritischen Theorie, also vor der Annahme, das ist ja für die ganzen Studien sehr wichtig, eine vernünftige Art und Weise gäbe, über die Welt nachzudenken, sich damit beschäftigt und da nimmt er dann die Psychoanalyse zur Hilfe, wie das anders verarbeitet wird, also irrational. Wenn Sie jetzt vom autoritären Charakter sprechen, beziehungsweise Adorno schreibt, Sie haben jetzt schon angeteasert, dass es verschiedene Typen gibt, weil diese Chiffre Charakter, die ruft ja zunächst mal die Vorstellung auf, dass es beim autoritären Charakter um einzelne Subjekte ginge. Adorno bettet eben dieses Konzept in größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Das heißt, es geht dabei nicht nur allein um das einzelne Subjekt, sondern eben ein Subjekt, was in einem gesellschaftlichen Kontext aufwächst und eben dessen Psychostrukturen auch dementsprechend ausgebildet werden. Wie tut das Adorno denn und zu welchem Ergebnis kommt er denn dann auch in dieser Betrachtung von Individuum in Zusammenhang mit Gesellschaft und das Individuum bildet dann eben diesen autoritären Charakter aus? Also im Englischen heißt es ja the authoritarian personality und in der deutschen Übersetzung wird es dann zum autoritären Charakter. Und ich finde ganz wichtig, Charakter legt im Deutschen ja etwas viel, viel Festeres nahe, als meines Verständnisses nach dort untersucht wird. Also weil auch Adorno immer wieder betont, es geht ja vor allem erstmal um die Frage nach einer Disposition und weniger wie in der Individualpsychologie danach zu fragen, also was hat jemand, wie ist jemand durch seine Biografie so geworden, wie wir ihn heute erleben. Und das betont er ja auch, zu sagen, man kriegt keine direkte Verbindung von den, von der psychischen Konstitution zur autoritären Reaktionsbereitschaft. Also jemand kann auch unglücklich verlaufenden Ödipuskomplex gehabt haben mit einem autoritären Vater oder narzisstisch sehr gekränkt worden sein in der Kindheit und da eine Schieflage entwickelt haben. Daraus kann man aber noch gar nicht ableiten, dass er dann auf jeden Fall in dieser Art und Weise autoritär wird, wie dann dort untersucht wurde. Also dass man da keine direkte Brücke schlagen kann. Und was Adorno dann macht, er interpretiert die Antworten, die in Interviews gegeben wurden, so als eine Art Gegenwartsdiagnose. Also wie reagieren diese Typen und vor allem interessiert ihn ja auch in den unterschiedlichen Typologisierungen, wie latent ist die Gewaltbereitschaft oder wie ausgeprägt. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern so einen kurzen Überblick geben, aus welchen Elementen sozusagen so eine autoritäre Persönlichkeit, denn was die ausmacht sozusagen, also welche Eigenschaften werden dieser autoritären Persönlichkeit zugeschrieben? Also so ganz allgemein ist, denke ich, das Wichtigste erstmal die Bereitschaft, sich zu identifizieren. Also das, finde ich, kommt auch am deutlichsten raus, sowohl bei den Fragen als auch dann bei Adornos Interpretation. Die Bereitschaft, sich mit etwas zu identifizieren, was gar nicht den eigenen Interessen entspricht. Also Anna Freud hat das die Identifikation mit dem Angreifer genannt. Also zum Beispiel nicht gegen schlechte Bedingungen am Arbeitsplatz sich zu engagieren und zu protestieren, sondern sich die Perspektive, in diesem Fall zum Beispiel der Arbeitgeber,
darüber gemein zu machen, sich damit zu identifizieren und das dann irgendwie lustvoll zu besetzen, dass man zu lange arbeitet und zu wenig Geld erhält zum Beispiel. Also ich glaube, auch die nationalsozialistische Volksgemeinschaft lässt sich ohne diese Identifikationsbereitschaft überhaupt gar nicht verstehen. Und das zweite wichtige Moment ist dann die Projektivität, also dass Konflikte, die man bei sich selber gemerkt, Gefühle, die schwer ertragen werden können, also zum Beispiel Angst oder Scham oder Schuld, also alles, was sich nicht so richtig gut anfühlt, in der Form verarbeitet wird, dass sie nach außen projiziert werden, also bei jemand anders gefunden werden und dann da bekämpft werden. Wenn man jetzt diese Vokabel autoritäre Persönlichkeit hört, aber auch ihnen zuhört, wenn Sie das eben so ganz grob in Worte fassen oder versuchen zu beschreiben, dann hört man da oder denkt man da vor allem an den Aggressor. Sie haben jetzt schon gesagt, eben wenn jemand an einem Arbeitsplatz eigentlich betroffener von schlechten Verhältnissen ist, aber das eben dann umkehrt und einerseits den Chef, die Chefin nicht für die Arbeitsbedingungen verantwortlich macht oder zumindest einfordert, die zu verbessern, sondern eben dann so salopp gesprochen nach oben buckeln, nach unten treten, sowas passiert, dann denkt man ja eben, da ist ja eigentlich ganz, ganz klar, dass der betroffene Täter und Opfer eigentlich zugleich ist, wenn wir jetzt die Vokabeln dafür anbringen können. Und ich fand das interessant bei dem Gespräch mit Herrn Funk, dass er eben sagt, bei Fromm ist das eben ganz wichtig, bei dieser Anatomie der menschlichen Destruktivität, dass es eben nicht nur denjenigen braucht oder diejenige, die Gewalt ausübt, die unterdrückt und herrscht, sondern natürlich immer auch das Gegenüber, der und die das irgendwie zulässt oder eben teilweise auch nicht in Frage stellt. Ich habe mich gefragt, inwiefern auch Adorno eben auf diejenigen blickt, die zunächst eben gar nicht als Aggressoren auftreten, die aber oft unfreiwillig, gezwungenermaßen Teil des Problems sind, indem sie sich nicht wehren. Also inwiefern blickt Adorno da auch auf Betroffene, wenn es um den autoritären Charakter und seine Entstehung und ja Fortschreibung oder Realisierung geht? Naja, ich glaube, das ist ja genau die Fragestellung, mit der sich dann Adorno speziell auch der Psychoanalyse zugewandt hat. Also es gibt so einen schönen Dialog von ihm und Max Horkheimer, der ist schon aus Mitte der 60er Jahre, wo er sagt dann, naja, Marx wäre zu naiv gewesen. Der hat gedacht, wenn die Menschen erst erkennen, wie unvernünftig die Verhältnisse sind, dann machen sie die Revolution fertig. Und das war ja so eine der großen Fragen. Also was ist gerade mit denen, von denen man eigentlich annehmen müsste, dass sie Verhältnissen ausgesetzt sind, die ihnen nicht gut tun, dass sie Lebensbedingungen haben, die nicht gut zu ertragen sind? Wieso wenden sie diese sich nicht, also gegen diese Bedingungen? Also jetzt sagen wir bei diesem Beispiel aus dem Betrieb, da könnte man sich ja irgendwie solidarisieren und organisieren und versuchen, die Verhältnisse zu ändern, sondern warum machen sie das nicht, sondern begeistern sich dann eher für Ideologien, die objektiv betrachtet, also wenn man jetzt von draußen drauf guckt, diese Ausgangslage eigentlich noch viel schlimmer machen. Sie haben ja jetzt vorhin schon gesagt, dass diese Vorstellung oder dieser deutsche Begriff Charakter was viel Festgelegteres meint als eben das, was man vielleicht denkt, wenn man Persönlichkeit stattdessen genannt bekommt. Wir haben vorhin kurz umrissen, was so eine autoritäre Persönlichkeit aus Adornos Sicht ausmacht. Sie haben zwei Beispiele genannt. Wie aber entwickelt sich denn dieser autoritäre Charakter? Also werden diese Charakterstrukturen oder Persönlichkeitsstrukturen ständig erneuert? Und was passiert, wenn sich diese Umgebungsvariablen, also die Kontexte, in denen sich autoritäre Persönlichkeiten entwickeln, drastisch ändern? Also ich denke da beispielsweise an 89-90 und was im Osten der Republik passiert ist, wie quasi so diese Ostmentalität, also einfach Leute, die vor der sogenannten Wende autoritäre tatsächlich auch objektiv gesehen quasi in der Hackordnung ganz oben standen und sich dann aber die Umgebungsvariablen so dermaßen geändert haben, dass sie eben diese Stellung in der Gesellschaft und das Ansehen verloren haben und mit Sicherheit auch das ja in ihrer Autorität eine Zäsur irgendwie meinte. Also wie entwickelt sich so ein autoritärer Charakter? Verändert er sich sozusagen? Passt er sich dann auch den Veränderungen an? Um das wirklich so seriös zu beantworten, müsste man das natürlich einfach empirisch untersuchen.
So, also was ist mit bestimmten Gruppen dann nach 1989, 90 geschehen? Wie sind die mit dieser Veränderung umgegangen? Also haben sie zum Beispiel sich zurückgezogen oder haben sie andere Wege gefunden? Also jetzt von der Psychoanalyse her gedacht, gehen wir ja immer davon aus, dass man bestimmte Dispositionen erwirbt. Und das aber auch eine ganz große Rolle spielt, wie es dann im Leben weitergeht. Die Idee ist immer zu sagen, naja, nachträglich in der Gegenwart zeigt sich dann, was aus der Kindheit geworden ist. Und dass es natürlich da auch die Möglichkeit gibt, konstruktiver mit dem umzugehen, was man mitbekommen hat. Und die Idee ist immer, dass diese autoritäre Persönlichkeit ja vor allem Schwierigkeiten hat mit Krisen und unsicheren Situationen und Situationen, in denen man potenziell gekränkt wird, enttäuscht wird, sich neu orientieren muss. Und ich finde, da kommt dann auch die gesellschaftliche Seite ins Spiel, zu fragen, also wenn dann so viele Menschen auf diese autoritäre Art und Weise reagieren, dann muss man auch immer nach den Möglichkeiten fragen, die dann weniger vorhanden sind, das nicht zu tun. Also zum Beispiel, wenn man wirklich den begründeten Eindruck haben kann, dass man sich beteiligen kann oder dass Beteiligung auch gewünscht ist, dann, das wäre so ein Faktor, wo man sagen könnte, dann muss man vielleicht auch nicht ganz so schnell autoritär reagieren. Und dann haben wir es ja immer mit einem Kontinuum zu tun, also mit denjenigen, die vielleicht eine leise Schlagseite in diese Richtung haben und so dieses, was Sie auch vorhin beschrieben haben, diese typische Radfahrermentalität, also nach oben buckeln und nach unten treten, vielleicht dann auspacken, wenn sie sehr unter Druck geraten. Und es gibt ja aber auch welche, die sind dann tatsächlich, also da kommen wir dann wirklich in die Nähe des Charakters aus ihrer ganzen Persönlichkeit her so geprägt. Also dass sie wenig, wir sagen in der Psychoanalyse, wenig inneren Raum haben, um solche Konflikte so mit sich auszutragen. Zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie meine Lebensperspektive verloren, auf die ich gezählt habe. Was mache ich denn jetzt damit? Warum macht mich das so wütend? Was macht mir daran Angst? Wer kann mir helfen? Mit wem kann ich mich zusammentun? Die da wenig Möglichkeiten haben, so mit einer Krise umzugehen. Und dann, das ist vielleicht der dritte Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe. Also ich hatte ja gesprochen von Identifizierung und Projektion. Und dann, was zum autoritären Charakter oder zu so einer Disposition auch dazu gehört, ist so die Bereitschaft zu spalten, also die Realität und sich selber sehr stark wahrzunehmen in solchen Alternativen von gut und schlecht, schwarz und weiß. Und das wird dann in solchen Situationen aktiviert. Wenn wir mal auf die Folgen dieser Veröffentlichungen gucken, so eine Studie macht man ja nicht nur aus Jux und Dollerei und weil man es irgendwie interessant findet, sondern das waren ja konkrete Fragen, denen man da auf der Spur war. Und welche Folgen hatten denn die Studie? Also welche Ergebnisse wurden dann tatsächlich irgendwie, haben dann in der tatsächlichen Praxis eine Übersetzung erfahren? Ich weiß, dass bei Adorno würde ich immer die Arbeiten, die er dann in den 50er Jahren in Deutschland verfasst hat, also was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, Erziehung nach Auschwitz, also dieses Setzen auf möglichst viel Vernunft bei Anerkennung des Drangs zum Unvernünftigen, auf Aufklärung und auf Individualität. Also dass zum Beispiel auch Adorno, glaube ich, ein entschiedener Gegner von allen linkspopulistischen Versuchen gewesen wäre, so eine linke Massenbewegung gegen die Rechte zu stellen. Also wirklich zu sagen, aus dieser Erfahrung auch mit der Studie, so ein Ergebnis ist ja zum Beispiel auch, dass diejenigen, die sehr wenig faschistisch eingestellt waren, also die solche Ergebnisse hatten, die haben sich innerhalb ihrer Gruppe sehr viel mehr voneinander unterschieden, als die, die hohe Werte hatten, also jetzt bei Faschismus und Antisemitismus. Und dann war eben auch ein Ergebnis zu sagen, okay, also je höher so die Widerstandskraft gegen solche Ideologien ist, desto individueller sind die Menschen auch. Das heißt, das spielt dann eine ganz große Rolle in Erziehung nach Auschwitz, was eigentlich zu stärken ist in der Schule, in der Pädagogik, in der Art und Weise, wie man institutionell miteinander umgeht. In den Bedingungen, in den Familien ist, dass Menschen möglichst individuell werden dürfen. Es hat sich ja auch tatsächlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel Erziehung angucken, sich
schon einiges geändert. Ich habe hier einen Einspieler von Herrn Funk mitgebracht, den würde ich gerne erstmal laufen lassen, um mit Ihnen danach unser Gespräch abschließend nochmal drauf zu gucken, was es mit der Aktualität dieses Konzepts auf sich hat. Ich habe auch Herr Funk gefragt, was er davon hält, dass eben dieses Konzept des autoritären Charakters heute doch immer mal wieder bemüht wird, um auf aktuelle gesellschaftliche Prozesse hier in Deutschland zu erklären oder zu blicken. Wir hören erstmal Herr Funk. Man muss doch bloß gucken, wie erziehen die Leute ihre Kinder. Und da wird doch kein Kind mehr geschlagen oder geht es die schwarze Pädagogik nicht mehr. Die ist die Voraussetzung aber für den autoritären Charakter. Und da wird etwas nachgeplappert, was von Adorno mal in die Welt gesetzt wurde, ohne genauer psychologisch hinzuschauen, was ist denn da tatsächlich im Gange. Und im Gange ist eine Größenfantasie, die immer mit Entwertung von all dem einhergeht, was nicht zu mir und zu uns gehört. Und das ist eine narzisstische Problematik und keine autoritäre Problematik. Ja, jetzt an Sie weitergegeben, weil auch Herr Funk ist ja Psychoanalytiker und hat jetzt auch einen Narzissmus angesprochen, einen Gruppennarzissmus, und sagte eben, der autoritäre Charakter, der fußt ja auf Beobachtungen, die in der Zeit gemacht wurden, die mit unseren heute gar nicht mehr vergleichbar sind. Weshalb er sagt, dieses Konzept ist heute eigentlich nicht auf heute zu übertragen. Entgegen Herrn Funks Aussage kann ich sehr, sehr viele Artikel finden, die dieses und die letzten Jahre eben im Zusammenhang mit der Betrachtung der Entwicklung der Rechten in Europa und auch hierzulande erschienen sind. Und genau, deswegen einfach an Sie weitergegeben, Frau Kirchhoff, inwiefern eignet sich denn Ihrer Ansicht nach dieser Text, um gegenwärtige Prozesse einzuschätzen? Naja, also ich glaube, er eignet sich nach wie vor sehr gut. Man muss natürlich immer gucken, wo Studien und die daraus geschlossenen Konsequenzen dann auch ihren Zeitkern haben. Also als erstes, ich bin mir gar nicht so sicher wie Herr Funk, dass Kinder nicht mehr geschlagen werden. Also das würde ich überhaupt nicht teilen. Aber ich glaube, das Wesentliche, worauf er hinaus will, ist ja, ob man die Studien zum autoritären Charakter, also ob die nur dann einen Beitrag zum Verständnis der Gegenwart oder zur Kritik der Gegenwart leisten könnten, wenn man das Erklärungsmodell, das Adorno nimmt aus der Psychoanalyse, wenn man das teilt. Also er geht ja davon aus, das ist vor allem das ist eine ödipale Störung, und da geht es tatsächlich um das Erleben von gewaltvoller Autorität in der Familie. So, da kann man sich natürlich angucken und sagen, so ja, die Familienstrukturen haben sich offensichtlich geändert. Das sehe ich auch so. Allerdings ist für mich immer noch eines der wichtigsten Momente, und da unterscheiden sich, glaube ich, aber auch so die Theorien von Adorno und von Erich Fromm, immer wieder darauf hinzuweisen, was ich vorhin auch schon meinte, eine Disposition in der Gegenwart sagt erstmal noch ganz wenig über die Genese aus. Und meine Herangehensweise wäre dann zu sagen, gut, sei mal dahingestellt, welche Erfahrungen der Kindheit dazu führen, um das Ergebnis zu verstehen, also auch das, womit wir in der Gegenwart konfrontiert sind, kann man sehr gut mit diesem Ansatz arbeiten. Und als ich dann vorhin Herrn Funk zugehört habe und er beschrieben hat, wie das ist mit der, also mit dem, was er als eine narzisstische Dynamik beschreibt, also Identifikation mit der eigenen Gruppe und Abwertung alles anderen, das ist ja genau das, was ich auch beschrieben habe, also da liegen wir gar nicht weit auseinander, und das kommt auch aus den Studien zum autoritären Charakter. Also sagen, man identifiziert sich mit den natürlich dann, das ist dann Erfolg der Spaltung, überaus positiven Merkmalen der eigenen Gruppe. Und alles Abgewehrte, Nichtgesehene, Verleugnete wird bei der anderen Gruppe gefunden und da projektiv bekämpft. So, da sind wir mitten in dem, was auch Adorno festgestellt hat.